So, da sind wir jetzt auch schon wieder. Ja, ich habe gestern erst den riesen Livestream gemacht hiervon, aber gut, ihr seht das hier erst 2 Wochen nach dem Livestream und auch nach dieser Aufnahme, weil der Livestream kam ja schon eine Woche, bevor ihr den überhaupt seht. Über eine Woche, bevor ihr den seht, habe ich den ja gestreamt. Und es ruckelt gerade aus irgendeinem Grund ein wenig. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist irgendwie so, das ist doof. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache nur noch die lila Quests jetzt. Also alles andere mache ich jetzt einfach auf dem Planeten. Nein, die helle Seite hat gewonnen. Die darf nicht gewinnen, die muss verlieren. Ja. Verdammt, was wollte ich machen? Ich wollte da hinein. Dafür nehme ich natürlich meine netten Gleiter. Ja, wir sind ja mittlerweile Stufe 51. Das ist schon krass, muss man einfach sagen. Wer weiß, wie hoch wir überhaupt aufsteigen können. Das habe ich ja auch noch nicht so ganz rausgefunden, ob ich nur bis Stufe 60 kann oder bis Stufe 70 oder vielleicht nichts von beiden und am Ende bis Stufe 65 oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich darf keine Transportmittel hier benutzen, ist mir egal. Ich sagte, ist mir egal. Ich bin Verkehrsraudi, ich darf das. So, wo geht's jetzt hin? Jetzt geht es nach dort drüben. Und da hätte ich gern das Transportmittel, weil diese Burg ist einfach so extrem fett. Ja, da will ich lieber mit dem Fahrzeug durchfahren. Das ist ja schon Illusions-Niveau, wo ich ja auch eine fette Burg habe, wo ich schon Teleporter brauche, um mich darin überhaupt noch bewegen zu können, ohne dass ich verzweifle. Und selbst die Burg ist ja so groß, dass Burg vor allem, das Schloss ist so groß, dass man nicht mal alle Transporter von jedem Ort aus sehen kann, sondern wirklich mehrere Transportersprünge machen muss, damit man überhaupt irgendwo hinkommt. Ach so. Paladine ist hier. Dann gehen wir doch gleich mal rein. Und machen das. Also kehren zurück. Hallo. Weil wir haben das ja auch im Livestream haben wir diese Quest gemacht. Also wir haben da ein bisschen was gemacht. Das war jetzt aber nicht so viel. Also ihr habt da nicht viel verpasst. Ansonsten guckt euch den Livestream halt an. Kommt herein und tretet vor Also mich. die letzte Folge. General Kashim hat mir berichtet, dass die Sith besiegt wurden. Ja, das Die stimmt. Inn-Armee ist zerstreut. Unsere Truppen halten den Feind an der Küste in Schach. Ja. Alleine dafür werden eure Namen in den Annalen des Hauses Organa verewigt. Unsere Namen. Was für ein Sieg. Also mein, die von mir und meinem Ego, meine ich natürlich. Also haben Die wir Schlacht ist gewonnen. vorbei. Es gibt keine zweite Angriffswelle. Es gibt noch ein paar Scharmützel, doch anscheinend ist der Sturm vorüber. Nichtsdestotrotz beschmutzt das Blut der vielen Männer und Frauen, die der Wolfbaron getötet hat, unsere Ehre. Ja, aber wirklich. Das Haus Thule hat andere Anführer, die den Platz des Wolfbarons einnehmen werden. Und es gibt noch ein paar Häuser, die in diesem Krieg kämpfen. Mein Freund. Ich bitte euch, auf diesem Planeten im Namen des Hauses Organa zu handeln. Aha. Werdet ihr für unsere Sache kämpfen? Also Es tut eigentlich. mir leid, Duke, aber ich bin nur wegen eines Auftrags hier, nicht wegen einer Lebensaufgabe. Ja. Dann nehmt euch das, was ihr erhofft habt. Die Schatzkammer steht euch offen. Ach Ihr so. werdet hier immer willkommen sein. Ja. Und der Tag wird kommen, an dem auf Alderaan wieder Frieden herrscht. Ja. Bis dahin lasst uns feiern, tanzen. Und hoffen, dass wir irgendwann eine schönere Zeit erleben Ja, das hoffe ich doch. Wähle eine Belohnung. Nee. Na, ich kann nur Scheiße wählen. Das ist ja super. Das freut mich doch. Wenn ich nur Scheiße nehmen kann und nichts anderes. Ja. Wisst ihr was? Ich glaube, ich pack mal den Abhauen jetzt auf die 2 und pack den hier hin, weil den kann ich ja auch mit F machen. Und dann kann ich hier mit der 2 den machen. Und sitze dann hier in dem Supermodus, in dem ich kämpfen kann. So, ich mache jetzt aber das wieder auf zu, damit ich da nicht versehentlich was bearbeite.
Verdammt, ich bin hier ja völlig falsch. Was mache ich denn hier? Ich weiß es nicht, aber ich gehe einfach mal wieder zurück, damit ich da nicht, damit ich hier nicht falsch bin, weil das bin ich ja. Ja, das habe ich super erkannt. Da gehe ich sogleich wieder hinaus aus diesem Haus. So, hier einmal rum. Und dann da um die Ecke. Was haben wir hier noch? Soldatphase. Ich bin kein Soldat, das ist nur der Ede. Und der war seit 10.000 Jahren nicht mehr dabei. Ich weiß nicht, auf welchem Level der Ede noch ist. Wahrscheinlich Level 20 allerhöchstens. Und ich hier mit meinem Level 51 bin dem schon weit voraus. Dabei brauche ich den Edel doch irgendwann, damit er dann bei den DLCs hilft. Oder so. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die alleine schaffen kann. Das muss man sehen. So, aber wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Alles Geschichte und Ulgos Geheimnis. Ja, dann gehen wir doch mal dorthin und gucken, wo wir dann hin müssen. So. Darf ich schon wieder uns jemand eine Quest andrehen? Aber nein, wir nehmen keine Quests an. Wir haben... das machen wir erst auf dem nächsten Planeten wieder. Wer weiß, wie viele Planeten wir überhaupt noch die Nebenquests machen können, ohne dass es sinnlos wird. Ulgos Geheimnis ist beim Wachposten Duvaltranta. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Dann gehen wir doch da einfach schnell hin, ohne Geld auszugeben, weil... Gut, das könnten wir uns auch eigentlich sparen, da schnell hinzugehen. Wir hätten auch einfach... das Taxi bezahlen können, weil wir sind ja eh schon längst am Maximum unserer Credits angekommen. Da macht es eigentlich keinen Unterschied mehr. Wenn man da so ein paar ausgibt. Ja. So, wo ist denn die Quest eigentlich, die ich hier habe? Ulgos Geheimnis ist da hinten. Dann gehen wir doch mal nach da hinten. So. Einmal mit dem Gleiter, weil wer will schon zu Fuß gehen? So, hier rüber. So, einmal da entlang. Auf den Weg. Haben wir hier irgendwelche Wildtiere? Die sind mir aber egal. Da fahre ich einfach dann vorbei. Wenn die mich angreifen wollen, ja, können sie gerne machen. Da müssen sie mich aber erstmal schnappen. Was sie nicht tun werden, denn ich bin zu schnell für sie. Behaupte ich. Ja. Da haben wir Killik-Agenten wieder. Das Doofe ist, wir müssen da durch. Deswegen... Ach, hier waren wir doch schon mal in der letzten Folge, ne? Nein, ich wollte nicht auf die Gilde. Ja, wie sieht es eigentlich mit unserer Gilde aus? Da ist irgendwie seit Ewigkeiten keiner mehr. Und ich habe immer noch die tolle Werbung. Aber irgendwie ist niemand mehr so wirklich aktiv in unserer Gilde. Generell ist auf diesem Server auch keiner mehr aktiv, außer mir. Und hier steht auch überall aktiv. Ich weiß nicht, wo ist der Ede? Der Ede ist hier. Der war Offizier tatsächlich. Gilde, Rang festlegen, Offizier ist tatsächlich das Höchste. Und er schreibt ja auch schon hierhin, wird seinen Rang ausnutzen. Ich kann keine Ränge machen. Also keine Rangberechtigungen einstellen. Manno. Naja. Dann wollen wir mal den hier machen. Und den hier. So.
Die Kills halten uns nicht mehr auf. Wir haben ja zum Glück nicht in der letzten Folge eine Stunde damit verbracht, so einen Killhaufen zu stürmen. Das haben wir wirklich. Wer den Livestream nicht gesehen hat oder die Folge, die daraus entstanden ist, das finde ich sehr bedenklich. So. Den haben wir besiegt. Alles nehmen. Wo geht's denn jetzt rein? Rein geht's da hinten. Aber erstmal Killig-Aufmischer. Weg. Und Feuer. Und so. Dann haben wir den besiegt. Und jetzt geht es auch gleich weiter. Hier im Ansturm, Alter. Wieso haben wir eigentlich drei verschiedene Quests hier noch? Ach so, alles Geschichte hat irgendwie mehrere Orte aus irgendeinem Grund. Weg. So, passte verdient. Ach so, da sind ja noch welche. Feuer! So, haben sie verdient. Und Feuer und den hier. Und du kriegst auch eine auf die Fresse. So, hat der verdient. Der hat mich angegriffen, ihr habt es alle gesehen. Deswegen musste er sterben. So, hier haben wir einen grünen Bereich. Grüne Bereiche gefallen mir, weil in grünen Bereichen respawnen Gegner nicht. Das ist immer toll. Außer man will Gegner unbedingt 50 Mal hintereinander abschlachten. So. Und so. 4 von 15. Ja, weil so Bonusquests von Hauptquests, die machen wir doch immer. Ich meine, wer wären wir, das nicht zu tun? So. Einmal auf den drauf. Und gezielt schießen tun wir auch noch. Damit haben wir 6 von 15, Alter. Feuer auf sie! Und du wirst gezielt abgeschossen. Und damit sind wir bei 10 von 15. Ja, 15 ist auch so eine mickrige Zahl, muss man einfach sagen. Das hat man schnell erreicht. Vor allem, wenn man so OP ist wie wir. So, und damit sind wir bei 14 von 15. Und dann besiegen wir noch eben diesen Ulgo-Major. Also, wir laufen rückwärts vor ihm weg. Und schießen ihn einfach gelassen ab. So, da hinten müssen wir generell auch hin. Finde den Kontrollraum der Schmerzfabrik. Kann man das hier überhaupt noch eine Schmerzfabrik nennen? Oder ist es nur eine Scherzfabrik? In der, Scherze gemacht werden. Weil sie so schlecht ist. Im Schmerzen bereiten. Höchstens Schmerzen, weil man, weil die Witze so schlecht sind, die sie hier machen. In der Scherzfabrik. Und hallo? Kannst du den mal abschießen? Geht doch. Jetzt kommen hier gefolterte Killigs, aber wen interessiert das schon? So. Und so. Und so. Und dann auch nochmal auf die beiden. Ach komm, da mache ich den hier. Passt gerade so gut. So, hast du verdient. Das
Das tut mir dann wenig leid, wenn du dadurch stirbst.